Hallo Freunde und willkommen zurück bei Essepop. Heute zeige ich euch, wie man persischen Reis zubereitet, und zwar mit einer Cornflakes-Kruste. Die Cornflakes-Kruste ist auch bekannt als Tadik. Also wenn ihr in einer persischen Lady verliebt seid, dann haltet es vor ihrer Nase und sie wird euch überall folgen. Die Cornflakes könnt ihr auch ersetzen mit Pita-Brot, Tortilla-Brot, Kartoffelscheiben und Lavash. Und ich habe gehört, man kann das sogar mit Salzstangen machen. Aber ich zeige euch heute die Cornflakes-Version. Dafür müsst ihr eigentlich nur die Zutat wechseln, aber vom Prinzip her ist es immer gleich. Für den Reis benötigen wir Reis, und das habe ich mindestens 2 Stunden vorher in Wasser eingeweicht. Etwas Wasser, etwas Sonnenblumenöl, gegebenenfalls etwas Butter und Cornflakes. Das kann man auch ganz auslassen oder man kann es ersetzen. Als allererstes entferne ich das stärkehaltige Wasser vom Reis. Dann bringe ich das Wasser zum Kochen, gebe etwas Salz hinein und dann kommt schon unser sauberer Reis hinein. Und das muss nicht lange kochen, so sagen wir mal 5 bis 7 Minuten, vielleicht auch 10. Ihr müsst halt die Konsistenz prüfen, indem ihr ja ein Reiskorn nimmt und zwischen 2 Fingern so zerquetscht. Und wenn es so bröckelt, also dass ihr es noch gerade so zerquetschen könnt, man würde jetzt so denken, oh, es ist al dente. Also es ist noch nicht durchgekocht, denn dann können wir erst das Wasser absieben. So, jetzt fangen wir an mit der schönen Cornflakes-Kruste. Dafür gebt ihr etwas Öl in einem Teflon-beschichteten Kochtopf und verteilt so viel Cornflakes, sodass der Topfboden damit bedeckt ist. Und dann nehmen wir unseren abgesiebten Reis und streuen das so lockerflockig drauf, also so, dass wir da nichts verrutschen können bei dem Cornflakes. Das muss ja alles schön drüber sein, das soll ja kein Cornflakes-Salat werden, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Cornflakes-Kruste, Freunde. Jetzt nehmen wir einen Kochlöffel und pieksen da kleine Löcher in unserem Reis rein. Also nicht so ganz tief, nur so mitteltief, ne, damit das. So, wir geben den Ganzen jetzt einen kleinen Kickstart und machen den Topf richtig heiß, damit es danach nur noch ein bisschen garen muss. Also in einer mittelheißen Hitze kurz zum Knistern bringen. Also den Reis müsst ihr müsst euer Ohr an den Reistopf legen, also vorsichtig aber, und hört, ob es knistert. Dann ist es bereit für das Garwasser. Und dieses Garwasser, so nenne ich das jetzt, besteht aus heißem Wasser und etwas Sonnenblumenöl. Hier könnt ihr auch etwas Safran dazugeben. Ich hatte leider keins mehr da. So, dieses Wasser müsst ihr auf dem Reis verteilen. Also ich mache das einmal rundherum und dann einmal zack, quer. Genau so müsst ihr es machen. Und jetzt legt ihr noch gegebenenfalls etwas Butter drauf, und ich mag, wenn mein Reis schön glänzt, und ich mag diesen buttrigen Geschmack. Jetzt lege ich was zwischen Kochtopf und Kochdeckel, also besten Baumwollstoff oder so ein Zewa. Das Ganze lassen wir jetzt bei einer relativ niedrigen Temperatur für 30 bis 40 Minuten ziehen. Und wenn das Ganze jetzt fertig gegart ist, können wir das auf einen Teller stürzen, falls ihr einen Teflon beschichteten Topf benutzt habt. Ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen. Es ist mega easy, persischen Reis zuzubereiten. Aber ich habe das aus einem folgenden Grund vorbereitet, damit ich endlich euch verschiedene persische Soßen zeigen kann. Weil Reis ist immer die Beilage und dann kommt der Star. Und zwar ist es immer eine schöne, leckere persische Soße. Schreibt mir gerne, was eure Lieblingssoße ist, und ich versuche es beim nächsten Mal für euch zu zeigen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dann. Oh, ich bin krank im Sommer.